Hey mein werter Freund oder meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist David und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du mit dunklen Gedanken und Depressionen zu kämpfen hast. Es gibt Stunden in unserem Leben, da ist es rabenschwarz, da ist es finster. Und das Krasse ist, ganz oft geben wir uns noch selbst die Schuld in diesen Stunden und wir denken, ich bin es nicht wert, zu Gott zu kommen. Wusstest du, dass im Alten Testament die Geschichte von einem der größten Männer Gottes auch durch Depressionen führt? In 1. Könige 19 wird die Geschichte von Elia erzählt, der für Gott alles gegeben hat und dann am Ende sterben will. Und was macht Gott? Sagt Gott, okay, jetzt wo du mir nicht mehr vertraust, jetzt wo du dunkle Gedanken hast, dann musst du alleine bleiben? Nein, Gott tut genau das Gegenteil. Zuallererst versorgt Gott ihn mit Essen und Trinken. Gott hat also auf dem Schirm, wie es Elia körperlich geht. Wusstest du, dass Gott es wichtig ist, dass es dir auch körperlich gut geht und es nicht egal ist, wie es dir geht? Er kommt wieder zu Elia und er versorgt ihn wieder. Und beim dritten Mal begegnet er Elia persönlich und er spricht zu ihm. Er sorgt sich also auch um seine Seele und um seinen Geist. Gott kommt Elia ganz nah in seiner dunkelsten Stunde. Ich möchte keine Depressionen leichtreden. Ich möchte nicht sagen, es wird schon alles gut. Ich möchte dich nur ermutigen. Gott kann dir nah sein, auch in deiner finstersten Stunde. Und ja, wenn du mit Depressionen zu kämpfen hast, dann such dir auch ärztliche Hilfe. Darum bitte ich dich. Aber ich möchte dir auch sagen, auch Gott ist dir nah und er kann dir helfen und er kann dich auch heilen. Selbst in der dunkelsten Stunde ist Gott dir nah.